Ja, servus Leute. Ich hatte vor einigen Tagen die Gelegenheit, einen Eiweiß U5 mal kurz anzutesten, das heißt eine Probefahrt zu machen. Bitte bedenkt dabei, es handelt sich um ein 2020er Modell, auch noch mit der alten Antriebseinheit. Das 2021er Modell wird in Teilen überarbeitet und ich hatte nur 20 Minuten, um wirklich das Auto mal zu fahren. Mit anderen Worten, das kann keinen ausführlichen Test ersetzen, aber ich möchte euch das trotzdem nicht vorenthalten, denn ich denke, es gibt schon mal so einen groben Eindruck, was man beim Eiweiß U5 tatsächlich fahrtechnisch erwarten kann. Und jetzt legen wir auch direkt mal los. Ich bin gerade in Eichenzell und habe jetzt die Gelegenheit, den Eiweiß U5 in seiner 2020er Version mal Probe zu fahren. Ich muss noch hier die Kappen drauf machen. Und diese Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Moment, wie rum? So rum. Klappe zu. Und dann schauen wir mal, wie dieser schicke chinesische, ja, kann man es noch Kompakt-SUV nennen? Ich würde schon noch sagen, halbwegs Kompakt-SUV, obwohl dafür ist er zu groß, wie dieses chinesische SUV sich fahren lässt. Das probieren wir jetzt mal aus. Auf geht's. Sitz habe ich schon auf mich eingestellt. So, hier sehen wir dann auch mal, ich hoffe, man kann es erkennen, die Kamerasysteme. Das kann man hier auch umschalten auf 2D, 3D. Man kann dann auch die Ansichten hier ändern. Guckt euch das an. Das ist für so ein Auto in der Preisklasse in meinen Augen eine kleine Sensation. Also man kann hier wirklich richtig schön auch rumspielen mit dem Ganzen. Ich mache das gerade mal aus. Und die Klima drehe ich gerade mal runter, drehe ich mal auf Auto. Wir gehen mal hier auf 20 Grad. 19,5, 20. 19,5, 20. Gehen wir mal davon aus. Ah, Dual. Kann man auch einstellen, dann ist es automatisch synchronisiert. Wir gehen noch ein bisschen runter mit der Lüftung und hier sehen wir dann auch mal die Anzeigen. Ich zeige euch jetzt nochmal die unterschiedlichen Ansichten und schalte die einfach mal durch. Das wären sie also. Rechts sieht man dann Radio, links sieht man dann Anzeigen zum Fahrzeug. Machen wir die Tür auf, die müsste genau, dann sieht man auch, dass links die Tür aufgeht. Das ist also schon mal eine Funktion und man sieht halt jetzt hier am Display noch nicht ganz so viel, weil im Moment das auch noch nicht in der endgültigen Version vorliegt. Da wird also auch noch ein bisschen was gemacht. Türen und Fenster, Beleuchtung, Sicherheit und Komfort. Und es reagiert auch relativ flott. Also zumindest flotter als das, was ich vom Hyundai Kona kenne. Denn dort habe ich doch immer so einen gewissen Lag, eine gewisse Verzögerung. Also auch hier, Lenkrad gefällt mir gut, fasst sich gut an. Die Bedienknöpfe hier fassen sich gut an. Das hat alles eine gute Qualität. Hier haben wir aber, da haben wir so ein bisschen, ja, Spiel drin. Das ist vielleicht nicht ganz so top. Aber ansonsten wirklich absolut in Ordnung. Also es macht auf jeden Fall alles einen schicken Eindruck hier. Und ich lege jetzt auch mal los und fahre einfach eine Runde. So, einmal hier auf rückwärts, dann geht auch hier schon entsprechend die Kamera an. So, jetzt nur nirgendwo dran fahren. Schaut euch das mal an, das ist, man kann es auf der Kamera glaube ich nicht erkennen. Jetzt kann man es sehen. Die Sonne scheint rein. Sehr schön. Einmal auf D und ab geht's. Wir fahren jetzt einfach mal ein Stück Autobahn auch. Einfach um mal anzutesten, wie so eine Motoreinheit auch die Geräuschstimmung ist. Also er wirkt jetzt auch im ersten. Holla ist das Auto. Das wirkt wirklich leise im Moment. Ein bisschen das Fieben des Motors. Ah, hier ist Limit eingegeben, das ist natürlich nicht so gut. Cancel. So, jetzt. Und wir fahren jetzt auch gleich mal ein Stück Autobahn, wie gesagt, einfach um es mal anzutesten, wie er sich auf der Autobahn so verhält. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend. Also wirklich sehr. Ja, man hört ein bisschen den Motor, das ist aber jetzt noch die Bosch-Einheit. Und nicht das Antriebs und nicht die Antriebseinheit, die man dann im 2021er Modell haben wird. Es ist die Rede davon, dass Eiweiß eine Eigenentwicklung am Start hat. Es war jetzt aber auch schon zu lesen, dass es wohl einen amerikanischen Zulieferer gibt, der
die Antriebseinheit lieber, das weiß man jetzt nicht genau so. Ich latsche jetzt mal drauf, wir stehen auf normal. Oh, und schon durchdrehende Reifen. Wir hören hier also jetzt ein leichtes Fieben vom Motor. Aber die Geräuschstimmung bei dem Auto, das ist ja... Ich bin jetzt echt überrascht, dass die Geräuschstimmung so gut ist. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, wie ruhig das Auto tatsächlich läuft. Ich zeige euch hier auch mal das Instrumentencluster. Es ist wirklich sehr leise. Wobei man hört so ein leichtes Geräusch von der Antriebseinheit, aber nicht wirklich aufdringlich. Jetzt gebe ich mal Gas. Druck hat er auf jeden Fall genug. Jetzt mal durch. Ja, der Verbrenner kommt nicht ganz mit. Und wieder Gas geben. Ja, also der Kona ist eindeutig flotter, wobei ich eventuell dann gleich auch mal auf Sport umstellen werde. Man sieht auch hier links im Cluster dann schon, dass der Verbrauch auch gleich hochgeht. Aber jetzt so ist er wirklich total leise. Ja, also es ist jetzt kein Sprintwunder, der IWSU 5. So, wie fand er, ich darf nicht zu weit fahren, weil ich muss um 5 Uhr wieder in Eichenzell sein. Ich habe das Auto jetzt also nur 20 Minuten und teste das also jetzt mal an. Jetzt fahren wir mal vielleicht ein bisschen flotter von der Autobahn runter und wir versuchen dann nochmal ein bisschen Landstraße jetzt zu fahren. Ja, also es kommt, das Geräusch kommt auf jeden Fall von der Antriebseinheit, denn wenn ich ins Rekuperieren gehe, dann höre ich wieder das Geräusch. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, mal schauen, ob IWS das dann in der endgültigen Version, in dem 2021er Modell, etwas besser hinbekommt. Ah, schon grün. Ja, also Leistung ist genug da. Ihr seht, wenn die Straße feucht ist, er bekommt die Leistung nicht auf den Boden. Das, was noch nicht zu funktionieren scheint, ist die, doch, das stimmt sogar, ich habe 70 km/h hier und er zeigt auch 70 im Display an, warnt mich auch, mal sehen, ob er jetzt auch erkennt, dass 70 rum ist, jawohl, er gibt frei. Also jetzt habe ich auch das Geräusch, ne? Das ist nur bei etwas höheren Geschwindigkeiten, bei über 110 ungefähr. Also ich hoffe, es kommt im Video richtig rüber, dass das Auto sehr, sehr leise fährt. Und es ist halt deutlich komfortorientierter abgestimmt als jetzt zum Beispiel der Kona. Wir werden jetzt auch nochmal uns ein paar schlechtere Straßen suchen. Einfach, um das mal anzutesten. So, wir kommen jetzt gleich auf meine Hausstrecke, auf die kurvige. Die testen wir jetzt mal an. Und schauen mal, wie das so funktioniert. Denn das ist jetzt wirklich eine enge, kurvige Straße. Also ich habe das Programm auf Sport stehen. Es ist natürlich feucht. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Das Bremspedalgefühl, das ist mir noch ein bisschen zu spitz. Also entweder es kommt nichts oder es kommt zu viel für meinen Geschmack. Da würde ich mir also auch noch ein bisschen Feinjustierung von IWS wünschen an der Stelle. Und jetzt fahren wir hier links hoch Richtung Wolwoz und gucken mal, wie der IWS sich so schlägt. So. Hier geht es also richtig steil bergauf. Ja, man merkt, dass das Fahrwerk doch durchaus mehr auf Komfort ausgelegt ist. Aber auch das hier funktioniert einwandfrei und die Leistung reicht vollkommen aus, um das Auto hier flott diese kurvige Straße hoch zu bewegen. Müssen wir jetzt auch langsam machen, hier wird es jetzt sehr eng. Da haben wir dann keine Ausweichmöglichkeit so richtig. Also für so ein großes Auto, es hat auch stark geregnet. Das heißt, wir müssen auch mit Kies und ähnlichem auf der Straße rechnen. Kommt noch ein anderes Auto. Ah, und hier ist gesperrt. Hier komme ich gerade nicht durch. Gut, dann fahren wir links rum. Und wieder zurück. Und vielleicht können wir dann zurück auch nochmal auf der Autobahn fahren. Dann gucken wir mal, ob ich vielleicht ein freies Stück Autobahn kriege.
damit ich dann auch mal testen kann, wie schnell denn der IWS U5 tatsächlich fährt. Wir sind jetzt also bei 30,6 Kilowattstunden im Verbrauch, im Durchschnittsverbrauch. Also der Autobahnabschnitt, der scheint ihm immer noch ein bisschen nachzuhängen. Ja, also die Bremse kommt mir zu spät. Da würde ich mir noch ein bisschen Feinarbeit von IWS wünschen. Also vom Gefühl her zieht der IWS ungefähr so wie ein gut motorisierter Diesel. Ich würde mal sagen, so ein 190 PS Diesel. Der zieht ähnlich wie der IWS U5, nur dass hier halt die Leistung gleich anliegt. Er ist aber doch komfortorientiert ausgelegt, was jetzt die Antriebscharakteristik angeht. Und auch das Fahrwerk, wie schon gesagt, ist eindeutig auf Komfort und weniger auf Spaß ausgelegt. Allerdings muss man hier auch mal abwarten, wie sich dann das Fahrzeug mit den größeren Felgen tatsächlich fahren lässt. Weil hier haben wir die 17 Zöller drauf, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich erwarte also, dass das Premium-Fahrzeug mit den 19 Zöller und den niedrigeren Querschnitt, dass das auch noch mal ein Stück sportlicher sich bewegen lässt. Beschleunigen machen wir. Moment, ist alles frei? Jawohl, ist frei. Und die Straße ist feucht, also richtig schnell wird es nicht gehen. ABS scheint gut zu regeln. Jetzt sind wir bei 100 laut Tacho. Und schneller will ich jetzt hier auf der Straße auch nicht fahren. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass es einem in den Sitz drückt. Aber es ist auf jeden Fall für die meisten Menschen, für 99% der Anwendungsfälle, auf jeden Fall ausreichend Leistung vorhanden, behaupte ich jetzt einfach mal. Mir reicht das. Ist natürlich jetzt die Frage, die neue Antriebseinheit, wie verhält die sich im IWS U5? Aber das, was ich bisher von dem Auto jetzt antesten konnte, erfüllt er alle meine Erwartungen. Ein komfortorientiertes SUV mit viel Raumangebot, kein Sportwagen. Schade ist, dass ich jetzt das Assistenzsystem nicht zum Laufen gebracht habe, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht funktioniert das in dem Auto auch noch nicht. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. So, uiuiui. So, ich überhole jetzt gerade hier nochmal. Ja, Druck ist genug da. Wie gesagt, mit dem Kona nicht vergleichbar. Der Kona ist ein kleiner GTI. Das ist jetzt der IWS U5 augenscheinlich nicht. Ich habe noch 8 Minuten bis Eichenzell. Das sollte also sich ausgehen. Ich komme pünktlich. Also hier ist nichts, wo ich sagen würde, das ist billig gemacht oder es klappert was. Es ist alles solide verbaut, so wie ich das im Moment beurteilen kann. Ich bin also in der Tat total positiv überrascht. Ich habe es ja schon erwartet, dass er nicht schlecht sich anfühlt, weil ich konnte ja in Frankfurt schon mal in dem Auto Platz nehmen. Und da hat er sich von der Qualität her wirklich ordentlich präsentiert. Jetzt aber auch die Geräuschstimmung. Hört ihr das? Ein leichtes Flüstern vom Wind. Wir haben aber auch relativ starken Wind draußen. Mehr ist nicht wahrzunehmen. Ei, Tempo 80 auf einer Landstraße, wo 100 erlaubt ist. Das ist immer sehr angenehm. Also mit anderen Worten, ich bin echt positiv überrascht von dem Auto. Ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, mir den IWS U5 zu kaufen. Es wäre zwar ein Abschied von den GTI-Zeiten mit dem Kona, was dann auch wieder ein bisschen schade wäre, denn muss ganz klar sagen, der Kona ist eine Spaßmaschine. Das ist jetzt der IWS U5, da muss man ehrlich sein, eher nicht, sondern hier haben wir mehr ein Auto, was für die älteren Herrschaften gedacht ist, also tatsächlich für mich, die kommod unterwegs sein wollen, die auch mal überholen wollen und das auch flott, das geht mit dem Auto, aber es ist nicht so, dass wir hier richtig Druck dahinter haben. Aber das hat man auch nicht erwartet, denn ich glaube 315 Newtonmeter Drehmoment gibt IWS bei dem 2020er Modell an. Man muss jetzt mal abwarten, welche Daten sie beim 2021er Modell dann vom Stapel lassen, ob die neue Antriebsgetriebeeinheit, ob die eventuell noch ein bisschen spritziger ist, ein bisschen mehr Leistung zur Verfügung stellt, aber eventuell hat sie auch weniger Leistung. Damit muss man an der Stelle dann halt einfach leben. Und jetzt fahren wir dann nochmal auf die Autobahn und checken nochmal aus, wie der IWS sich auf der Autobahn schlägt und auch wie gut er da beschleunigt. Hoffentlich haben wir ein bisschen freie Strecke, damit wir auch mal die Höchstgeschwindigkeit ausprobieren können, aber es ist sehr viel Verkehr heute. Also ich gehe mal davon aus, da wird nicht viel gehen.
Wir probieren es aber. So, jetzt haben wir aber mal ein Stück freie Bahn. Jetzt können wir mal antesten. 160. Wie viel bringt der IWS laut Taro? Also wir haben jetzt Taro 170, 72, 173 laut Taro. Bin dann wirklich mal gespannt, was die GPS-Daten darüber sagen. Er bringt mir aber hier dauernd, dass hier noch 60 wäre. Er erkennt also nicht, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung hier aufgehoben ist und freie Fahrt. Also die Schildererkennung ist noch nicht so, wie es dann im endgültigen Fahrzeug sein soll. Der Verbrauch geht jetzt natürlich wieder hoch. Wir waren auf 27, 26 runter. Und jetzt sind wir wieder bei 29,2. Gut, bei meiner Fahrweise muss man wohl leider damit rechnen. Ich gehe jetzt aber wieder ein bisschen runter mit dem Tempo. Hinter mir ist auch niemand. Jetzt sind wir auf 29 Kilowattstunden im Schnitt. Ja, also ein Sparwunder wird der IWS U5 sicherlich nicht sein. Das musste einem aber auch von Anfang an klar sein. Denn es ist einfach ein großes Auto. Ne? Also Windwiderstand ist sicherlich ein Thema. Wird jetzt auch recht flott gefahren. Auch diese steile, kurze, kurvige Strecke recht flott gefahren. Da kann man dann nicht erwarten, dass man hervorragende Verbrauchswerte bekommt. Und das muss man dann mal abwarten, wenn ich das Auto für längere Zeit zum Testen habe, was er dann auf der Autobahn wirklich braucht, also auf meiner Standardstrecke und auch auf der Landstraße. Also ich gehe mal davon aus, dass man den auch deutlich sparsamer bewegen kann, als ich das jetzt gemacht habe. Also die Geräuschdämmung ist wirklich erstaunlich gut. Also deutlich besser als beim Kona. Und wenn man bedenkt, dass der nochmal eine ganze Ecke mehr kostet. Ja, da hat IWS schon einiges richtig gemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, im Innenraum, alles fühlt sich gut an. Alles scheint ordentlich zusammengebaut zu sein. Nichts rappelt, nichts klappert. Also genau so, wie ich das erwartet habe oder erhofft habe. Erwarten kann man vielleicht nicht sagen, weil China ist ja immer noch so, ja, hat man immer so ein bisschen die Bedenken, ist das wirklich von der Qualität her so, wie man sich das wünscht, wie man es von deutschen Herstellern kennt? Das ist also nicht immer ganz sicher. Und ja, deshalb bin ich positiv überrascht. Jetzt auch beim Anfahren hört man die Antriebseinheit ein bisschen. Kurz nochmal drauflatschen. Ja, also es reicht schon nicht, um die Leistung auf den Boden zu bekommen. Er entlastet die Vorderräder beim Beschleunigen dann doch recht stark. Also mehr Leistung braucht er gar nicht. Obenrum würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber vom Start weg hat er dicke genug, um den Frontantrieb an den Rande der Leistungsfähigkeit zu bringen. So, da wären wir wieder. Wir haben Punkt 17 Uhr. Pünktlicher geht's nicht. Hier nochmal die Bedienungseinheit, einfach auf P drücken, dann stoppt er auch schon. Und Verbrauch war jetzt übrigens auch bei, ich weiß gar nicht, kann ich den hier umstellen? Okay. Nee, weiß ich jetzt leider nicht, wie ich es umstelle. Verbrauch war jetzt knapp unter 28 Kilowattstunden. Ja, jetzt muss ich zu Hause nochmal ein kleines Resümee ziehen zur Fahrt. Ich habe jetzt viel gelabert und dann gucke ich mal, welche die Eindrücke auf mich dann letzten Endes gewirkt haben. Ja, das war sie dann also, meine kurze Testfahrt mit dem IWS U5. Und ich muss sagen, es erinnert mich eigentlich nichts an die Vorurteile, die ich gegenüber China-Autos ursprünglich mal hatte. Denn der IWS U5 scheint ein solide konstruiertes und auch ein solide produziertes Auto zu sein. Und deshalb denke ich, ist es der IWS U5 und auch diese kurze Testfahrt durchaus wert, dass ich ihn in den Ben-Index mal einsortiere. Ben-Index. Aber hier natürlich auch wieder ganz klar als Disclaimer, das ist eine vorläufige Einstufung. Manche Dinge habe ich nur geschätzt. Mit anderen Worten, diese Bewertung kann sich noch deutlich ändern, wenn ich den IWS U5 denn mal länger zur Verfügung habe und auch mal ausführlich antesten kann. Jetzt legen wir aber auch direkt mal los. Ich habe dem IWS U5 in Sachen Alltagsnutzen die gleiche Note gegeben wie dem e-tron oder dem iPace oder auch dem Tesla Model X 100D, weil es ist ein großes SUV, unwahrscheinlich viel Platz im Innenraum, dafür aber zum Beispiel im städtischen Bereich oder in Parkhäusern auf Parkplätzen eher ja etwas schwieriger zu handhaben und deshalb insgesamt die gleiche Bewertung wie bei den Konkurrenten.
Was das Laden angeht, gibt es einen gewissen Abzug für das einphasige Laden AC, also Wechselstrom. Maximal 6,6 kW gibt IWS an. Und wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand ist das einphasig. In meinem Alltag ist das kein großer Nachteil, das ist keine große Beeinträchtigung. Aber ich weiß, dass viele auf diese Ladeleistung Wert legen. Und deshalb habe ich ihm hier 6 Punkte gegeben. Ich habe auch bereits ein Video über die geschätzte Ladekurve gemacht. Das verlinke ich mal hier oben links. Und das, was ich gesehen habe bisher vom IWS U5 und das, was ich schätze, lässt mich daran glauben, dass er wirklich gut lädt. Nochmal deutlich schneller als der Hyundai Kona Elektro. Und deshalb bekommt er in der Gesamtbewertung 6 Punkte. Was die Reichweite angeht, ist er voraussichtlich schlechter als der Hyundai Kona Elektro. Die beiden Fahrzeuge haben ja in etwa einen gleich großen Akku. Aber ich denke, er wird vom Verbrauch her doch günstiger sein als seine Mitbewerber-SUVs, die alle über Allrad verfügen. Und die beiden Elektromotoren, Vorderachse, Hinterachse, werden vermutlich zu einem etwas höheren Stromverbrauch beitragen. Und deshalb erwarte ich, dass der IWS U5 etwas mehr Verbrauch hat als der Hyundai Kona Elektro, aber auch etwas weniger Verbrauch als zum Beispiel ein Tesla Model X. Und deshalb hat er hier auch 6 Punkte bekommen. In Sachen Komfort, was soll ich sagen, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber das Fahrwerk ist sehr angenehm abgestimmt, was das Überfahren von Fahrbahnunebenheiten angeht. Er gibt so gut wie nichts von der Fahrbahn an die Insassen weiter und das empfinde ich als sehr angenehm. Auch die Sitze bieten erstaunlich viel Seitenhalt und sind trotzdem entsprechend so ausgelegt, dass man auch auf Langstrecke sicherlich überhaupt keine Probleme damit bekommt. Ich habe sofort eine super Sitzposition gefunden. Auch das Lenkrad hat einen hohen Verstellbereich. Mit anderen Worten, in Sachen Komfort gibt es aus meiner Sicht so gut wie nichts zu meckern und deshalb hat er von mir dort auch 8 Punkte bekommen. Qualitätsanmutung, sicherlich noch etwas zu früh, um darüber schon abschließend was zu sagen. Dennoch, die verwendeten Materialien und auch der erste Blick auf die Bearbeitung gibt kaum Gründe zum Meckern. Dieser Schalter da am Lenkrad, also Multifunktionstasten auf der rechten Seite, die waren ein bisschen frickelig, ein bisschen ja unsauber verarbeitet und hat ein Spiel. Das hat mir nicht so gut gefallen, ist natürlich nur eine Kleinigkeit. Ich würde aber sagen, dass er in der Verarbeitungsqualität und auch in der Materialanmutung schon nicht ganz so weit, oh, jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger, vom Audi e-tron 50 entfernt ist. Und da ich dem 7 Punkte in der Qualitätsanmutung gegeben habe, obwohl er dann auch in manchen Bereichen ja preiswerteres Plastik verbaut hat als jetzt zum Beispiel der IWS U5, zumindest nach meinem ersten Eindruck, bekommt er die gleiche Punktzahl wie der Audi e-tron 50. Dann, was das Fahrgeräusch angeht, sowohl Windgeräusche als auch die Fahrbahngeräusche, also die Abrollgeräusche der Reifen, das ist alles sehr gut abgeschirmt für so ein preiswertes Auto, muss ich ganz klar sagen. Das Einzige, was mich gestört hat oder zumindest mir aufgefallen ist, das sind diese Geräusche oder das Geräusch, was ich so zwischen 100 und 130 ungefähr wahrgenommen habe. Das kommt irgendwie vom Antriebsstrang. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim 2021er Modell dann anders ausfällt. Es gibt ja einen neuen Antriebsstrang nach meinem Kenntnisstand. Und da muss man mal sehen, ob der dann vielleicht leiser ist oder ob der eine andere Art von Geräuschen macht. Man muss auch bedenken, alle e-trons machen in niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen ja so eine Art Straßenbahngeräusch. Also so Geräusche beim Elektroauto sind also nicht ungewöhnlich, weil ja auch der Verbrennungsmotor keinen Krach macht und deshalb nimmt man das eher wahr. Insgesamt ist aber die Geräuschdämmung so gut, dass ich dem IWS U5 tatsächlich 8 Punkte gebe. Dann, was den Fahrspaß angeht, das können wir kurz machen. Er ist sehr komfortabel ausgelegt, damit ist er kein Eckenwetzer. Man merkt schon das Gewicht vom Fahrzeug, er hat nur Frontantrieb und von der Motorleistung ist er jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, er haut mich jetzt um, wenn ich mal auf den Stempel trete. Der Hyundai Kona Elektro ist im Vergleich dazu ein echter GTI, ein echter Eckenwetzer, obwohl er auch nur Frontantrieb hat, aber er hat nochmal mehr Motorleistung und er macht einfach deutlich mehr Spaß als jetzt zum Beispiel der IWS U5. Deshalb bekommt er von mir hier nur 4 Punkte. Es ist kein Spaßgerät, das heißt aber nicht, dass man mit dem IWS U5 nicht auch mal flott unterwegs sein kann. Aber halt nicht ganz so flott und sportlich wie jetzt zum Beispiel mit dem Hyundai Kona Elektro. Dann in Sachen Gadgets natürlich auch wieder nur vorläufig. Alles, was ich so in der Ausstattungsliste gesehen habe, überzeugt mich. Das Einzige, was ich vermisse, ist ein Head-Up-Display. Ansonsten hat das Auto alles, was ich mir wünsche. Auch diese Top-View, also 360-Grad-Kamera, die Verstellmöglichkeiten.
Das ist alles so, wie ich das von einem, ja, von einem höherwertigeren SUV eigentlich erwarten würde. Aber zum Beispiel der Jaguar I-Pace kann da nicht mithalten, was die Kamerasysteme des IWS U5 angeht. Und diese Kameras oder diese Systeme sind ja auch gar nicht mehr so teuer. Deshalb verstehe ich nicht, warum ja deutlich teurere Fahrzeuge nicht so ein tolles System haben wie der IWS U5. Und deshalb in Sachen Gadget, ich finde dort so ziemlich alles, was ich mir wünsche. 8 Punkte. Und jetzt, das wird wohl niemanden überraschen, kommen wir zu einer hervorragenden Einstufung in Sachen Preis-Leistung. Denn der IWS U5 bietet aktuell in meinen Augen, wenn er denn dann langsam mal ausgeliefert wird und dann auch zu dem Preis, den IWS angekündigt hat, das meiste fürs Geld. So viel Auto für um die 40.000 Euro, das sucht man, glaube ich, unter den deutschen Herstellern insgesamt vergebens. Es ist, wie gesagt, kein Brot- und Butterauto. Man muss keine Entbehrung auf sich nehmen, um so ein preiswertes Auto zu fahren. Wobei preiswert in Anführungszeichen, weil 40.000 Euro rund ist ja nun auch kein Pappenstiel. Aber das, was man dafür bekommt, ist in meinen Augen sensationell. Und deshalb bekommt der IWS U5 hier die Höchstpunktzahl 10 Punkte. Und das ist dann auch letzten Endes, was den IWS U5 ganz weit nach vorne spült, nämlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist deutlich besser als das der Mitbewerber und deshalb belegt der IWS U5 tatsächlich zusammen mit dem Jaguar I-Pace in meinem Ben-Index bei den großen SUVs den zweiten Platz. Und ja, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Natürlich auch hier die Benotung ist wieder rot. Denn ich habe den IWS U5 nur rund 27 Kilometer fahren können. Ich kann also noch kein abschließendes Urteil haben, aber ich habe ihn jetzt schon mal vorläufig eingruppiert und ich hoffe, dass ich möglichst bald auch ein Testfahrzeug habe und dann auch sehen kann, ob diese Bewertung so bleibt oder ob ich an der einen oder anderen Stelle nochmal was verändern muss. Ja, ich bin mir absolut darüber im Klaren, dass meine Bewertung, Einstufung für einiges an Diskussionsstoff sorgen wird. Bitte bedenkt, ich habe das Auto noch nicht lang gefahren, es ist alles vorläufig, aber es hat mich doch in einer Weise überzeugt, wie ich das vorher nicht gedacht hätte. Wobei ich es in Frankfurt mir ja schon mal anschauen konnte und da auch schon sehr beeindruckt war von der Materialanmutung und auch der Verarbeitung. Das hat sich jetzt in diesem Modell bestätigt und deshalb schneidet er so gut ab und ich kann mir vorstellen, den IWS U5 tatsächlich zu kaufen und dann eventuell auch mal 2, 3 Jahre zu fahren. Wir müssen also jetzt mal abwarten, was die Zukunft bringt, wann auch das Fahrzeug tatsächlich nach Deutschland kommt. Ich hoffe möglichst bald. Wenn ihr auf jeden Fall nach einem Familienfahrzeug sucht in dieser Preisklasse und ein Elektroauto haben wollt, viel Platz braucht, dann ist der IWS U5 eine Option. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ich weiß, große SUVs sind im Moment ja eher in der Kritik. Ist auch nicht meine Fahrzeugklasse, aber für das Geld so ein Auto mit so viel Platz, da komme sogar ich ins Grübeln. Ja. Das soll es dann für die Testfahrt für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl selbstverständlich. Oder wollt ihr weitere Videos zum IWS U5 etwa verpassen?